Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem Schattenpriester natürlich auf Pangea Channel 3 in der Schattengruft und ich werfe mir gerade erstmal ein bisschen Zeug rein und dann geht's los. So, Ticket brauchen wir? Brauchen wir nicht. Ha, sag ich gleich noch was zu. Hihi, Freunde der Sonne, echt mega. Ich habe übrigens hier noch Eventlilien, von daher werfe ich mal eine Eventlilie rein. PSZ wollen wir und einen V-Samen. Da müssten wir eigentlich durch sein, richtig? Lilie, PSZ, V-Samen, Ticket haben wir drin. Speed haben wir. Dann sind wir tutti completo. Mein gar nicht. Das kloppe ich natürlich noch rein. Und dann gibt es noch eine EXP-Scroll. Dann wird noch gebufft. Und einmal gefüttert. Und nochmal Mana regeneriert hier bei dem Elefanten. So, der hat bestimmt auch Hunger, wie ich es mir dachte. So, Auto-Attacks machen wir natürlich aus. Das war noch vom Ritter an. Und es geht los, Freunde der Sonne. Ich wurde gerade eben übrigens von so einer netten Clary durchgebufft. Sehr nice. Ich habe jetzt hier tatsächlich Bezaubern drin und das reduziert also quasi meinen Angriff extrem. Denn ich habe dadurch, dass ich Bezaubern drauf habe, ein Einser-Element. Also wenn ihr irgendjemanden ärgern wollt, dann haut euch eine Clary hoch und dann gibt mal komplett Juno einfach mal Bezaubern. Und wie heißt das andere? Keine Ahnung, diesen anderen Buff. Da gibt es ja zwei von. Einmal für Magieschaden und einmal für normalen physischen Schaden. Also wenn ihr jemanden ärgern wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Gut, mich ärgert es jetzt nicht unbedingt. Ich hau mir gleich einfach Igni rein, aber ihr seht ja, ist trotzdem alles One-Hit, von daher Wayne! Gut, Freunde der Sonne, das bringt mich jetzt direkt zum nächsten Thema. Also wir haben jetzt kurz vor 9, also es ist jetzt gleich Dungeon-Zeit. Das heißt, ich kann wieder an für sich super gut leveln jetzt hier in der Gruft. Und heute ist Mittwoch, es gab eine Happy Hour. Und die Happy Hour hat mir natürlich besonders gut gefallen. Und zwar Lackering. Und zwar wurde heute Limit Ticket 500 gebufft. So, das heißt tatsächlich hier dieses 500er Ticket brauche ich mir gar nicht einwerfen. Das wurde heute gebufft. Und Leute, jetzt erzähle ich euch etwas, was viele von euch wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich war einfach mal so genial. Wirklich genial und hab's einfach mal ausprobiert, mir einfach mal einen Windsegen reinzuknallen und siehe da, zack, 2 Stunden Limit-Ticket. Das heißt, ich habe keine Ahnung, eine halbe Milliarde Gold gespart. Very nice, very nice. Also wenn nochmal Limit-Ticket-Buff ist, wird vielleicht demnächst nochmal mit SP sein oder sowas, dann organisiert euch kurz vorher einen Windsegen, wirklich. Dann läuft das Ding 2 Stunden und hey, für lau, very nice. Ja, was gibt's Neues in LC? Und zwar, LC wird 8 Jahre. Man mag es kaum glauben, Leute. LC wird 8 Jahre. Am 22. Januar, keine Ahnung, müsst ihr ins Forum gucken, wenn ihr einen genauen Tag haben wollt. Auf jeden Fall ist diese Woche die Eventwoche, die Geburtstagswoche quasi. Wahrscheinlich dann wieder auch mit Geburtstagsparty, wo die Leute belohnt werden, die mit dem aktuellen Titel rumlaufen. Nicht erschrecken, dass man mein Handy gerade was vibriert hat. ansonsten gibt es viele schöne Events und es gibt erstmalig auch ein Lackerball. Wie das Weihnachtslackerball. Kennen ja viele von euch, lieben viele von euch. Gut, in der letzten Weihnachtszeit war es sehr, sehr enttäuschend. Und ich glaube, es sieht dieses Jahr, bei diesem Event-Lackerball, nenne ich es mal, sieht es nicht gerade besser aus. Augen der Müs. Droppt man wirklich richtig, richtig scheiße. Und 500 pinke Süßigkeiten. An die PSZ wird man nicht rankommen hier. Der gesamte Server kommt da einfach nicht ran. Kann ich euch hoch und heilig versprechen. Es sei denn, es gibt da irgendwelche Leute, die schon seit 2 Jahren mystische Dinger da farmen. Dann kann das natürlich sein, dass derjenige vielleicht ein PSZ kriegt. Ja, aber ansonsten nein. Nein. Und nochmal nein. Gut. Zum 8-jährigen Jubiläum habe ich mir tatsächlich was überlegt. Und zwar, es gibt heute in dem Video 8 Fakten über LC.
Das gab es von einem treuen Abonnenten mal den Vorschlag, ich soll doch mal so ein Faktenvideo raushauen. Und ich dachte mir, hey, LC wird 8 Jahre alt, 8 Fakten, das passt. Und Knalle hörte die ganze Geschichte mal in dieses Video rein. Die Fakten habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Das ist gerade hier auf meinem zweiten Bildschirm und ja, die trage ich euch jetzt mehr oder weniger vor, so ein bisschen, und dann auch mit Erklärungen ein bisschen ins Detail gehen und sowas. Und ich würde sagen, wir starten einmal mit Fakt Nummer 1. So, Fakt Nummer 1. LC lebt nur noch, weil die Community sich untereinander unterhält und schätzt. So, was meine ich damit? Und zwar, ja, viele von euch haben es vielleicht gemerkt, der Server ist nicht mehr so pralle, also von der Spieleranzahl her, und da kommen auch nicht wirklich so viele neue Spieler dazu. Aber tatsächlich ist es noch nicht so weit, dass die Server abgeschaltet werden. Gott bewahre, ich denke mal, das dauert auch noch einige Zeit, Leute. Also für alle, die sich jetzt noch anmelden wollen, tut das ruhig. Denn das hätten wir ansonsten so gemerkt, dass die Spieleranzahl wirklich so dermaßen rapide runtergegangen wäre, dass dann wirklich ja, abgeschaltet wurde oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Oder man sieht gar keinen mehr auf dem Server oder sowas, so wie auf Inferno. Auf jeden Fall, LC ist so mehr oder weniger so ein Community-Spiel. Ich kenne das auch so noch aus der Vergangenheit und es hat sich immer noch nicht geändert. Aus diesem Grund habe ich ja natürlich auch diese Community-Gilde gegründet. Und zwar, die Gilden sind sehr aktiv untereinander. Es gibt viele Späßereien und Burgschlacht, Karo-Schlacht und sowas. Das muss natürlich alles in einer Gilde stattfinden. Und das Gildenleben ist doch ein hauptsächlicher Großteil in LC, will ich damit sagen. Ja, ansonsten... Ja, wie gesagt, also vom Content her, es ist definitiv verbesserungswürdig. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Von daher, nee, wir machen weiter mit Fakt Nummer 2. So, Fakt Nummer 2 ist, LC ist ein Solo-Spiel. Armen drauf und hundertprozentig. Jetzt habe ich hier meinen Igni vergessen zu aktivieren. Mist aber auch, egal. Denn, ja, man sieht es ja tatsächlich hier gerade auch bei mir. Ich bin ganz alleine in der Schattengruft unterwegs. So, die Schattengruft sollte, denke ich mal, eigentlich geplant sein für, da man hier in eine Expedition reingehen muss, also schon für mehr als 8 Leute. Und es ist tatsächlich ein Witz. Das Damage, HP-Verhältnis der Monster, muss ich aber sagen, stimmt. Einfach aus dem Grund, weil die hier wirklich guten Schaden durchknüppeln. Die kloppen guten Schaden durch, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel vor so einem Trikornibus stehe. So, ich habe jetzt, so seht ihr, 7k Flöten oder sowas. Ich habe natürlich auch eine übelst krasse Rüssi an, ne? Das muss man dazu sagen. So, für einen normalen No-Cash-Spieler, der knüppelt hier ordentlich durch. Da drückt er mal eben 30k oder so. Also, das ist echt heftig, was hier an Schaden durchknüppelt. Und von daher sind die Low-HP der Monster auf jeden Fall angebracht. So, ich würde mir das Ganze natürlich für die Zukunft etwas anders wünschen. Dass LC mehr ein Gruppenspiel wird und dass hier tatsächlich die Monster viel mehr HP haben, aber auch viel weniger Damage drücken. Ja, beziehungsweise nicht viel weniger, aber so, dass man als No-Cash-Spieler, dass man hier nicht Instant-Kill ist, also nicht One-Hit von den Monstern. Das sollte auf keinen Fall sein. So ist es aber tatsächlich bei den Boss-Monstern. So, das Ganze sollte halt so verändert werden, dass man noch die Möglichkeit hat, einen Spieler zu heilen, wenn man hier eine Clary mit hat oder keine Ahnung was. Oder sich selbst ein bisschen hochzuheilen, vielleicht mit einem Shop-Absorber oder sonst irgendwas. Das ist was ich mir für die Zukunft wünschen würde. So, kommen wir zu Fakt Nummer 3. LC braucht dringend ein paar große Patches. Ja, ich glaube, da stimmt mir jeder zu. In Sachen Grafik ist das Ding hier überhaupt nichts mehr mittlerweile. Also
viele, viele Spiele, die zum Beispiel letztes Jahr rausgekommen sind oder vielleicht auch das Jahr davor, haben wirklich eine viel, viel bessere Grafik als LC jetzt momentan. Aber ich denke mal, da wird sich nicht irgendwie großartig was tun. Es wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, weil der Aufwand einfach immens wäre. Man müsste alles neu designen quasi. Komplett neu. Und da würden so mega viele Arbeitsstunden für draufgehen, dass es einfach in keinem, ja, ich sag mal vorsichtig, Preis-Leistungs-Verhältnis steht, weil Gamigo fordert ja die Patches an. Die machen die ja nicht selber. Und das würde halt den Rahmen sprengen preislich, weil die Patches kosten Gamigo ja tatsächlich auch Geld. So, Fakt Nummer 4 ist ja mehr oder weniger so ein bisschen von Fakt Nummer 3 abgeleitet. Und zwar bin ich zumindest der Meinung, also generell bei den ganzen Fakten, das sind meine Fakten, so wie ich das Spiel tatsächlich sehe. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht widersprecht ihr mir ja in einigen Punkten. Vielleicht bestätigt ihr die ein oder anderen Punkte von mir. Und vielleicht fällt euch ja noch ganz was anderes ein, was ich jetzt vielleicht vergessen habe. Auf jeden Fall, Fakt Nummer 4 ist bei mir, LC braucht mehr abwechslungsreiche Quests. Viel, viel mehr. Also LC ist ja tatsächlich, es war tatsächlich damals schon, als das Spiel rausgekommen ist, als Hardcore-Grinder geplant. Das heißt, kaum Quests und einfach nur leveln, 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 leveln. So, das wird natürlich auf Dauer sehr, sehr langweilig und von daher hat Gamigo da die ein oder anderen Patches einbauen lassen, wo es dann um Quests tatsächlich geht. Das haben die meiner Meinung nach aber so ein bisschen, ja, ein bisschen verhauen. Ja, doch, verhauen, definitiv. Denn es sind teilweise Quests da, die sehr viel XP geben. Kann man nicht anders sagen, ist eine schöne Sache. Das hat das Ganze so ein bisschen, ja, gerettet, so wie es jetzt ist. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn die Quests nicht ganz so viel XP gegeben hätten, aber es aber mehr und vor allen Dingen verschiedene Aufgaben gewesen wären. So, es gibt so viele große Levelgebiete. Man könnte da vielleicht, weiß ich nicht, zum Beispiel in Straia, da gibt es ja diese fliegenden Sumpf, schieß mich tot, irgendwas, mir fällt der Name gerade nicht ein, auf jeden Fall. Da gibt es so viele von, da hätte man einen, vielleicht einfach mal, die sind ja von Werk aus, sind die, glaube ich, grün. Diese fliegenden Sumpfegel heißen die, glaube ich. Hätte man ja einen mal rot machen können. So, das hätte keinem wehgetan, das wäre nicht die große Arbeit gewesen. Und dann hätte man da schon eine neue Quest einbauen können. Sammel, keine Ahnung, tödliches Gift von dem und dem und zusätzlich ein oder fünf ultra tödliche Gifte oder sonst irgendwas, die da halt bei dem roten Monster kriegst oder sowas. Es wäre wirklich nicht viel Aufwand gewesen. Und das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Also da wird es mit Sicherheit viele, viele Möglichkeiten geben, wie man Quests unterschiedlich aufbauen kann, die abwechslungsreich sind und somit mehr Spaß machen. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. So, Faktor Nummer 5. LC bietet ein langsames Vorankommen, für die No-Cash-Spieler natürlich, aber hält sich durch viele Dungeons und Levelgebiete, Dungeons und Levelgebiete den Spielspaß konstant auf einem relativ hohen Level. Ja, finde ich auf jeden Fall, sollte man an dieser Stelle auch nochmal sagen, also es ist nicht alles durchwegig negativ an LC, definitiv. Es gibt unzählige Spots, wo man leveln kann, wo man teilweise gut leveln kann, wo man vielleicht auch ein bisschen Gold zusammen droppen kann. Dann gibt es wiederum Spots, die nicht so belegt sind wie andere, weil bei manchen Spots muss er ja wirklich 10 Minuten vor Dungeon-Zeit da sein, damit du überhaupt irgendwo auf irgendeinem Channel einen Spot kriegst. Teilweise echt übel. Gibt es auch andere Level-Spots, wo es jetzt nicht so viel XP gibt, aber es gibt verschiedene Monster, es gibt verschiedene Spots und jeder Spot hat eine Vor- und Nachteile, definitiv. So, dann gibt es viele, viele Dungeons,
Und es gibt ja in LC ist es tatsächlich so, dass man wirklich nur wenige Dungeons hat, die eine Levelbegrenzung haben. Zum Beispiel, es gibt den Belfast-Tempel in Juno. So, das ist schon mal ein alternativer Level-Spot zu, ich sag mal vorsichtig, Level 8 bis 20. So, dann kann man natürlich auch in Juno ganz am Anfang außerhalb leveln, also sprich bei Rehen, bei Wölfen oder sonst irgendwelches Gedönse, diese komischen Bäume, wo ich den Namen nicht aussprechen kann, da zum Beispiel. Dann gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit, das wäre dann Drahtan. Es sind unglaublich viele Möglichkeiten, die man hat zum Leveln. Und das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Und das sollte auch in kommenden Patches, sollte es kommende Patches geben, kommende Levelgebiete oder sonst irgendwas. Also sprich neuer Content, sollte das definitiv beibehalten bleiben, dass man andere Möglichkeiten hat. Viele Levelspots, wenn schon die Sache mit den Quests absolut nicht stimmt. So, dann haben wir Fakten Nummer 6. LC kann sehr cashlastig sein, wenn man High-End spielen will. Ich glaube, da stimmt mir jeder zu. Wirklich ausnahmslos jeder. Ihr habt es an meinem Video gesehen mit meiner Kugel, die ich eigentlich auf plus 30 ziehen wollte, wo ich dann aber irgendwann abgebrochen habe, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Ich habe, glaube ich, irgendwie Cash im Wert von 50 Euro rausgehauen, um die Kugel zu plussen. Und die war im Endeffekt nachher genauso wie vorher. So. Und ja, das hat mit den Raids zu tun und da wird sich, glaube ich, niemals irgendwas ändern. Auf jeden Fall ist das ein Ding, das kann nicht sein, meiner Meinung nach. Wenn man Kohle investiert, dann will man da schon ein bisschen was von haben und das ist echt sehr frustrierend. Das bringt uns dann natürlich dann auch an den nächsten Punkt, wenn es der nächste Punkt ist. Genau, Punkt Nummer 7. Die Drop Rates sowie Plus Rates sind nicht gerade spielerfreundlich. Ja, wie gerade eben schon gesagt, bestes Beispiel ist dann natürlich dann meine Kugel. Oder ja generell, also wenn man mal ins Forum guckt nach einem Plus-Event, dann ja, dann ist da immer ist irgendeiner da, der heult. Nicht heult im Sinne von, Tastatur ist jetzt kaputt, weil so viele Tränen draufgekullert sind. Nein, sondern tatsächlich heult im Sinne von, oh, das Plus-Event war so scheiße und ich habe schon wieder vergessen, mein Igni zu zünden. Ich bin sehr unkonzentriert gerade. Die Sachen gehen nicht hoch und hast du nicht gehört. Zum Beispiel, gestern war ja, glaube ich, auch wieder ein Plus-Event oder vorgestern. Und da habe ich dann heute auch wieder im Forum gesehen, da hat sich jemand beschwert, weil 15 saphirblaue Plussteine oder 16 auf irgendeine Waffe gepackt hat oder was. Und jedes Mal ist die plus 15 gewesen, also runtergefallen quasi auf plus 15, weil sie plus 15 vorher auch schon war. Und ja, das ist halt, das hat mit Glück zu tun und ja, es hat nicht unbedingt nur mit Glück zu tun. Die Raids sind im Keller. Definitiv. Die Raids sind im Keller. Und es, ja, wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Geschrei wird immer da sein. Man braucht also wirklich unglaublich viel Glück, wenn man High plussen will. Das heißt, alles ab plus 15, sage ich jetzt mal, ist die Kategorie High plussen. Meistersteine zählen ja generell nicht zum Plussen dazu. Das ist nochmal so eine separate Schiene. Und ja, das wäre auf jeden Fall angebracht, da mal was zu machen. zu den Meistersteinen auch nochmal. Viele wissen das hier gar nicht. Also die Meistersteine kommen aus LC USA. Das hat, ich weiß gar nicht, hat Scamigo aufgekauft oder Baruso und Games. Jetzt habe ich Igni voll. Toll. Bringt mir jetzt auch nicht viel. Irgendjemand hat es auf jeden Fall aufgekauft. und da waren auch die Meistersteine drin in diesem Spiel, quasi in dieser Spielversion. Und die wurden übernommen, wurden aber tatsächlich abgeändert. Viele von euch denken jetzt vielleicht, dass die Meistersteine genauso waren, wie sie jetzt sind, ist aber nicht so. Und zwar haben die Meistersteine auf LC USA tatsächlich einen 100%igen Effekt gehabt.
Ich weiß nicht, wie viele Teile ich schon auf plus 30 hätte, wenn die Dinger eine hundertprozentige Chance hätten. Ich glaube, da hätte ich jede Waffe, mit der ich gespielt hätte, die auf plus 30. Und zusätzlich sind die Sachen ja hier auf Germany, wie es so schön heißt, sind ja dann nicht mehr handelbar. Sie sind spielergebunden. Es sei denn, da kommt irgendein Event, wo du für 200 Euro aufladen musst oder was, dann wird die, dann wird das entfernt. So, das ist dann auch wieder eine Sache, wo die halt Kohle mitmachen. So, und ja, wir lassen es im Endeffekt mit uns machen einfach. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall war es auf LCUSA nicht. Und da wurde halt das Maximum vom Server, also vom deutschen Server, das Maximum rausgeholt. Weil LC ist ja Free-to-Play und ja, verständlicherweise wollen natürlich, und ich hab total vergessen, eine Rolle reinzuhauen. Der eine oder andere schreibt wahrscheinlich oder hat wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben, nimm eine XP-Rolle. Ist jetzt geschehen. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Egal, dann machen wir weiter mit dem achten und letzten Fakt. Und zwar auch nochmal was Positives dann zum Abschluss. Und zwar finde ich, dass LC sehr schöne Events bietet. Wie zum Beispiel das Weihnachtsevent oder aber auch das Halloween-Event. Sehr, sehr schöne Events meiner Meinung nach. Das muss ich einmal durchbuffen. Wobei das letzte Weihnachtsevent vom Lackerball, wie so oft schon gesagt, mir jetzt nicht wirklich zugesagt hat. Da war auf jeden Fall die letzten Jahre davor, konnte man viel, viel bessere Sachen gewinnen. Und die Spieleinsätze, also die Spielchips, die waren einfacher zu farmen. Teilweise. Gut, da waren auch ein paar harte Brocken dabei, aber ja, letztes Jahr, Ende letzten Jahres war es echt eine Qual. Das Lackerball. Ja, war eine Qual und ich hoffe, dass es dieses Jahr besser wird, wenn ich das Spiel dann noch spiele. Und ja, auf jeden Fall, LC wird 8 Jahre, Leute. Dann würde ich mal sagen, beende ich das Video jetzt hier. Übrigens zu meinem Level nochmal, 178, fast 179. Ich habe letzten Samstag habe ich einen Livestream gemacht, da habe ich auch nochmal 2 Lilien gekloppt. Und es kommt langsam. Wir kommen langsam auf 180 zu und dann sind es tatsächlich nur noch 5 Level. Ich muss jetzt langsam mal anfangen mit den Quests in Alba. Das heißt, es wird wahrscheinlich nochmal jetzt demnächst ein paar Questfolgen geben. Der Aaron freut's wahrscheinlich oder hoffe ich zumindest. Und ja, auf jeden Fall von mir, liebes Gamigo-Team, alles Gute zum 8-Jährigen. Jetzt seid ihr quasi schon in der 2. Klasse. So langsam müsste das mit dem Rechnen funktionieren. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich bin raus von der Sonne. Macht's gut und tschüss. Also gibt 1%. Wahnsinnig effektiv. Die ist für das Levelbereich 119 bis 123. Das heißt, bis 123 lässt sich so sehr, sehr gut leveln.